EM-Rentenabschlag von 10,8% soll abgeschafft werden. Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Immer mehr Menschen rutschen im Alter oder bei Erwerbsminderung in die Armut. Nach einer neuen Auswertung des Statistischen Bundesamtes aus Wiesbaden, Destatis genannt, ist jeder sechste Rentner über 65 oder auch Erwerbsgeminderter von Armut direkt betroffen oder armutsgefährdet. Vor allen Dingen Frauen und auch Kranke sind hiervon besonders betroffen. Das heißt also, Frauen und Kranke, die erwerbsgemindert sind, sind generell stärker von Armut betroffen. So sagt es die Auswertung. Die Präsidentin des VdK, Frau Bendele, fordert daher einen generellen Freibetrag in der Grundsicherung von 224,50 € für alle diejenigen, die in der Grundsicherung eine gesetzliche Rente beziehen, und so, dass diese Rente in Höhe von 224,50 € grundsätzlich nicht mehr an die Grundsicherung angerechnet wird. Das finde ich ist eine super Geschichte. Des Weiteren fordert Frau Bendele auch die Abschaffung des Abschlags bei der Erwerbsminderungsrente von 10,8%. Vor allem Erwerbsgeminderte sind ganz, ganz stark von Armut betroffen. Die Forderung, den Abschlag generell abzuschaffen, wäre sozialpolitisch eine Riesensensation, eine super Reform und würde Millionen Rentnerinnen und Rentner, die eine EM-Rente beziehen, hier ganz besonders helfen. Eine Forderung, der sich die Rentenberater von rentenbescheid24.de gerne anschließen. Näheres zum Thema Rentenabschlag bei einer Erwerbsminderungsrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.